Könnten die Lines der Besucher schon mal so ein bisschen ihr Geschick ausprobieren auf einem Quad? Hoi, schön, Andrea. Sissi, ich glaube, das einzige Mädel in dem Rennen. Der Motor!
Da ist aber einer hier, der Marius, der hat ein bisschen Druck auf dem Kessel, wa? So, der Eimer für den Fahrer. Ja, wirklich. Florian Veit von der SG Werratal. Die 205, Detlef Hüser vom Stocker Team 21. Hier vorne hätte es beinahe einen Überschlag gegeben. Die 201. Jo, da hat er aber geklappt hier, du. In der ersten Runde. In der ersten Kurve, in der ersten Runde. Zwei Dreher. Da hängt schon wieder einer fest. Schade eigentlich. Und da hinten schon wieder. Meine Herren, du. Ich glaube, die haben was getrunken. Der Hinweis an die Fahrer. Wir haben noch keinen Überschlag gesehen, hier jedenfalls keinen provozierten Überschlag. Für die nächsten beiden Überschläge gibt es jeweils 20 Euro. Also hier auch noch mal die Chance, sich ein bisschen das Rennen zu versüßen.
war doch hier schon mal eine schöne Dreher. Wer also mal an so einem Rennen teilnehmen möchte, hat heute dazu die Möglichkeit, indem er ein Lose erwirbt. Und Vivi und ihre Freundin fahren jetzt hier mal so ein bisschen durch die Gegend mit dem Gewinnmich-Auto. Und wer ein Los erwerben will, der kommt dann einfach an das Gewinnmich-Auto ran und jetzt hast du Platz zum Angriff. Jetzt, ja, genau, schnuppern, schnuppern, schnuppern und schön gedreht. Super Sache. Auch gegen die Preise für Überschläge, die also für die Preise für Überschläge. 20 Euro für den nächsten Überschlag, oder? 20 Euro für den nächsten Überschlag. Aber ich glaube, dass der zweite von den Schnären hat. Oh nein. Ja. Da oben hat sie doch wieder einmal. Ja. Küsschen. Küsschen. Komm zurück. Oh, jetzt hat sie zwei von den Schnären. Jetzt. Oh, ja. Aber kein Dreher. Nein. Nur an der Seite schieben zählt nicht. Und guck mal, dieses kleine Auto, wie er schon auch. Ach so, ja, der hatte vorhin ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Start. Das war hier rein von der MSC-Partner. Den mussten sie jetzt rausschieben und jetzt ist er aber wieder dabei. So, Attacke, schreit der Hilfe. Attacke, ja. Wir haben noch ein paar Lose im Topf und eine gute halbe Stunde kann man noch Lose erwerben und dann losen wir aus. Wer heute Abend mit dem gewinnlichen Auto hier teilnimmt. Jetzt muss auch Gas geben. Unten rechts. Unten rechts ist der Kartonhebel. Da wird er nochmal gedreht. Genau, das war das Dankeschön fürs Anschieben. Der steht schon wieder im Abseits. Das ist natürlich blöd. Ja, irgendwas ist mit dem Ding in Ordnung. Hallendreher weiß ich nicht, ob der zählt. Bisschen zählt. Gegen Anfang des Tages eine ganz schickes Outfit hatte von der Farbe her. Jetzt sehen sie fast alle gleich aus. Gegeben. Siehst du, ja, mehr ist...
Das hat auch keinen großen Schaden gegeben für mein Grundbein. Kollegen, also da geht das manchmal ein bisschen auf zu in der Firma. Ne? Da wird dann auch schon mal gesehen heute, dann sind wir heute das letzte Mal in diesem Jahr hier auf dieser Strecke. Was heißt
aus als das, das Kraftüber so gestartet ist. So sind wir früher dann auch gestartet, wenn ich ja an Bohnenhorst denke. Dann standen die Autos so wie die Perlen an der Kette und dann ging es los. Ja, Heiko hat dem Gewinn mich noch ein bisschen Mut zugesprochen. Ach, ich höre jetzt gerade, ja, das ist auch Sportsgeist. Der Fahrer von dem Gewinn mich Auto hat das jetzt schon das dritte Mal versucht, weil er das Auto unbedingt gewinnen wollte und hat es heute endlich geschafft. So, nun geht's los. Come on.
frei, kommst du zum Messer frei. Ah, nee, Janni hat vorhin gesagt, ja, siehst du wohl. Janni hat vorhin gesagt, er müsste zweimal auf eine Bremse treten. Das Hinterrad sitzt fest. Die Achsen sind nicht ab, die drehen noch weiter, versucht ja hier hinten links. Macht jetzt noch eine Runde und der hat keine Angst. Ja, na, noch eins. Jan Stedin kommt im Finish. Sebastianowitsch noch immer hier, die 110. Jawohl, tolle Sache. So, jetzt bin ich...